Moin moin und hallo, hier ist der Jano Caruzuno mit einem Infovideo. Ja, ich melde mich mal wieder, das ist irgendwie immer so, dass wenn ich, weil ich eine Pause gemacht habe, dass ich dann ein Infovideo mache. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt, keine Ahnung warum. Ja, kommen wir gleich zur Sache, um diese Frage gleich mal abzuwenden, warum jetzt keine Videos kamen die 3 Wochen. Ich war extrem faul, ich habe aktuell zu viel Skyrim mit Chaos Ward mal wieder gespielt und ja, sonst war ich größtenteils faul und habe einfach nicht die Zeit gefunden, wo ich eigentlich genügend Zeit hatte. Ja, ich war faul. Okay, warum ich das hier gerade, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich hier das gerade mit einer Videokamera filme. Dieselbe Videokamera, mit der ich zum Beispiel erst eine Silvester-Special gedreht habe und mit der ich eigentlich auch das zweite gedreht habe, was ich aber nie hochgeladen habe und nie bearbeitet habe, weil ich faul bin. Ja, ja, man merkt, ich bin sehr faul. Das ist gerade mein Zimmer, da sieht man so ein bisschen meine Konsolen. Mehr kriegt ihr nicht zu sehen. Meine Wii U. Da meine Xbox und die Wii und so. Und Fernsehen, ja. Was ich kurz zeigen kann. Mein Haupt-Huge. Haupt-Huge. Da. Damit nehme ich meine Konsolenprojekte auf. Ja. Und warum ich das jetzt mit Videokamera drehe. Ich wollte in diesem Video mal kurz zeigen, warum ich mich immer aufrege in meinen Aufnahmen, also warum ich mich immer aufrege, wenn ein Lichtschalter betätigt wird. Wenn ich immer meine, oh mein Gott, ein Lichtschalter wurde betätigt, oh mein Gott, und ich tick dann mal übel aus und so. Das liegt daran, dass mein ganzer Fernseher hier hat so ein riesiges Kabelwirrwarr, so ein gigantisches Kabelwirrwarr. Ja. Und, keine Ahnung, irgendwo ist da keine Macke oder so, ich habe keine Ahnung. Und ich habe gerade aus Versehen gezoomt. Da habe ich irgendwo eine Macke drin, dass wenn ein Lichtschalter betätigt wird, weil diese Steckdose ist irgendwo da drüben, wo ich dann gleich hingehe, was ihr nicht sehen werdet, ist irgendwo da verbunden. Und sobald ein Lichtschalter betätigt wird, hier im Haus, geht der Bildschirm von dem Fernsehen hier. Hey, meine Hand. Von diesem Fernseher geht dann das Bild aus, kurz für einen Moment. Und das geht dann von alleine auch wieder an. Aber halt das Problem ist, wenn ich dann aufnehme in diesem Moment, verliere ich dann diese paar Sekunden Bildmaterial. Aber das Problem ist, mein Ton, meine Sprache wird weiter aufgenommen von meinem Computer. Und deswegen muss ich dann immer irgendwelche scheiß Bilder oder so dazwischen hängen, damit das hinhaut wieder mit der Videolänge. Ja, und das ist dann immer voll zum Kotzen. Und dann werde ich euch jetzt kurz zeigen. Bewege ich mich rüber zu meinem Lichtschalter. Wenn ich ihn jetzt drücke, wo ist er? Da. Wenn ich ihn jetzt drücke, geht der Bildschirm schwarz. Oder auch nicht. Aber jetzt. Ja. Und dieses Problem habe ich halt, dass immer wenn ich den Lichtschalter drücke, der so verdammt normal schwarz wird. Ja. Also dass er sich ausschaltet vom Prinzip einfach nur für einen kurzen Moment. Und ja, damit habe ich das gezeigt. Und dann kann ich kurz den Rest des Infovideos labern. Es werden ab sofort wieder Videos kommen. Spelunky wird auf eine gewisse Art und Weise weitergeführt. Damit habe ich schon was Spezielles im Kopf, was ich damit machen werde. Das werdet ihr dann schon sehen, wenn es wieder losgeht. Ich bin aktuell noch ein kleines bisschen erkältet, also ich werde trotzdem jetzt die nächsten Videos machen, aber ich bin halt noch ein bisschen erkältet, also seid darauf schon mal eingestellt. Und es werden neue Projekte kommen, unter anderem werde ich endlich Wind Waker, also The Legend of Zelda Wind Waker weiterführen, werde ich aber neu anfangen, also die 8 Parts, die hier schon oben sind, gehen verloren, also die lasse ich oben auf YouTube, aber Entschuldigung, mein Akku ist fast leer, Gottverdammt, muss hin machen, ja. Also ich werde The Legend of Zelda Wind Waker wieder anfangen, aber von neuen halt, weil damit habe ich auch ein paar Ideen und ein paar andere geheime Projekte werden kommen. Und weil das Akku jetzt sagt, dass es die Kamera schalten will, würde ich sagen, das war das Infovideo. Wir sehen uns dann bei den Let's Plays. Bis dahin und tschüss.